Schöne Grüße aus der Genusszone. Wir machen heute Krautsalat und dafür habe ich hier schon folgende Sachen aufgebaut. Einen halben Weißkohl, zwei kleine Zwiebeln, ein Bund Petersilie, Essig, Öl, Salz, Pfeffer und eine Paprika. Als erstes kümmern wir uns um den Weißkohl. Der muss in feine Streifen geschnitten werden. Dafür wird er einmal geviertelt. Dann schneiden wir den Strunk raus. Nehmen uns ein paar Blätter ab. Jetzt können wir die ein bisschen flach drücken und dann schneiden wir das Streifenbrot ab. Einfacher geht das jetzt mit einem Hilfsmittel wie zum Beispiel einem Hobel oder einer Aufschnittmaschine bzw. Brotmaschine, einer sehr scharfen. Aber weil ich beides nicht habe, nehme ich halt ganz klassisch das Messer zur Hand. Jetzt habe ich hier einen Topf mit kochendem Wasser. Und weil ich den Krautsalat ja mit der Hand geschnitten habe, ist der nicht so fein wie mit einem Hobel. Deswegen blanchieren wir den jetzt noch einmal kurz ab. Das heißt, wir geben ihn einmal kurz ins heiße Wasser, nehmen ihn dann direkt wieder raus und spülen den dann kalt. Der Kohl fängt jetzt an weich zu werden und deswegen nehmen wir den jetzt auch schon raus. Jetzt kippen wir den einfach ab. Und spüre den einmal kalt über. Den lassen wir jetzt gut abtropfen und in der Zeit kümmern wir uns um die Marinade. Vor der Marinade natürlich, hätten wir jetzt was vergessen, kümmern wir uns natürlich noch um die Zwiebeln. Die schneiden wir in halbe Ringe. Und die Paprika in schmale Streifen. Und die Petersilie wird gezupft und klein gehackt. Wenn die dann so fein gehackt ist wie jetzt, dann kümmern wir uns um die Marinade. Für die Marinade habe ich hier einen Topf. Da geben wir jetzt unser Öl hinein. Essig, Salz, Pfeffer und unseren Zucker. Jetzt warten wir kurz, bis der Zucker und das Salz sich aufgelöst haben. Und dann kommt das über unseren Weißkohl. Den habe ich jetzt in eine größere Schüssel gegeben. Oben drauf tun wir jetzt die Paprika und die Zwiebeln. Und jetzt geben wir die heiße Marinade darüber. Müssen wir das einmal durchrühren, schön vorsichtig, dass wir uns nicht verbrennen. Aber das kühlt ja sehr schnell runter, weil der Kohl ja auch kalt ist. Dann geben wir unsere Petersilie dazu. Durchrühren
Und dann wird das nochmal mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt. Dann lassen wir den 3 Stunden ziehen und dann ist er auch schon fertig.